So, hallo Leute, zu einem neuen Video von mir, eurem Nalon. Ja, wir machen gerade nicht viel, spielen nur ein FNAF Tycoon. Ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel heißt. Gerade. Animatronic Universe war es, glaube ich, ne? Ja, und da bauen wir jetzt unsere eigene Pizzeria hier auf. Und ja, ich bin krank. Und ich habe neben mir noch den Lucky sitzen. Guter, pelziger Freund. Also pelzig, ja. Guter Freund, ja. Dass er diesen komischen Kleinkind. Jason, vielleicht mehr vernünftige Kommentare schreibt und nicht irgendeinen Scheiß, danke. So, das geht nur an Jason. Weiß nicht mit Nachnamen. Aber jeder Jason, der mich persönlich kennt, mit mir heute draußen war, weiß, wer gemeint ist. Also, wenn ihr Jason heißt und noch nicht heute mit mir draußen wart an der Wupper, dann wart ihr es nicht. Ganz einfach. Ist doch leicht zu erklären. Muss ich jetzt wohl nicht groß rum erklären, welcher Jason es war. Der es war, weiß schon, dass er angesprochen wird. Kleine Spast. Der 10-jährige kleine Spast. Und mein Internet ist kacke. Ach nein, jetzt baut sich gerade das alles auf. Ach, jetzt kommt ihr Licht rein. Now! Sogar meine Taschenlampe benutzen. Ich hab die gar nicht an. Bei mir ist schon so hell im Gebäude. Ich weiß noch, wo ich Jason versucht habe, mal hier drin einzusperren. $1000. Für die Stages. Ja, also. Ach, und bleib bloß gesund, besonders jetzt in der Zeit. Ich und mein Freund sind schon krank geworden. Und jetzt sitzen wir hier und labern über Furry-Scheiße, also über unsere Hobbys im Klartext für jeden, der es nicht weiß. Wenn ihr genauer wissen wollt, was Furries sind, kann ich euch nur kann er empfehlen. Der nennt sich Arkeban. Arkeban, falls du dieses Video je sehen wirst, was ich nie glaube, du hast einen tollen Kanal, machst super Videos, mach einfach weiter so. Der hat in der Doku mal mitgemacht, wo es gut erklärt wird und alles. Es gibt genügend Dokus. Schaut euch Videos an. Amerikaner, Deutsche gibt's genügend. Englisch. Mehrere sind Englisch. Vielleicht in ein paar Jahren werde ich auch noch Videos zu dem Thema machen. Vielleicht, aber das ist noch eine teurere Sammlung, die wir da machen müssen. Also, erwartet es nicht zu früh. Wir sitzen immer noch am Sparen. Und lasst bitte alle billigen Furry-Comic, alle Furry-Witze weg. Vielen Dank. Denn, ach und bitte, lasst den Hate zu Hause. Bitte nicht in den Kommentaren aus. Wir sind auch nur Menschen. Verstanden? Wenn ihr es nicht versteht, dann verpisst euch von meinem Channel. So, ich kann Leute, die so inkompetent sind und nur weil wir nicht ihre selbe Meinung vertreten, beleidigen in den Kommentaren, nicht verstehen. Jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Und die muss respektiert werden. Versteht ihr das? Oder schaltet ihr bei so einer einfachen Thematik aus? Wie ist das? Schaltet ihr dabei aus oder wollt ihr das einfach nicht glauben, dass der moderne Mensch sich dass ein moderner Mensch gern auf Conventions geht, mit anderen Leuten in Fursuits Spaß hat und mal aus dem Alltag raus will? Ist das so schwer zu verstehen? Und für alle, die das egal war, ihr seid trotzdem noch herzlich willkommen. Sorry, dass ich jemanden wieder zusammengeschmissen habe.
ist dem Spiel beigetreten. Hey, mein Freund ist dem Spiel beigetreten. Yeah! Uwe, googelt's. Ihr werdet zwar nicht viel finden, aber Uwe ist so ein Spruch im Furry-Fandom. Vielleicht haben wir ja auch gerade ein paar Furries, die zusehen. Und falls ich es falsch, betitelt habe oder falsch dargestellt habe, wie wir sind, könnt ihr gerne in den Kommentaren aufklären. Ich mache auch nie die ganze Arbeit. Ich bin nur froh, wenn ich in den Kommentaren mal lesen, was Vernünftiges lesen kann oder überhaupt mal was lesen kann, weil die meisten ja zu dem lesen, um was zu schreiben. Oder dann ist es so unlesbar, wie jetzt, während ein paar von euch mit epileptischen Anfällen auf der Tastatur ausgerutscht. Sorry, aber wenn ich manchmal die Kommentare lese, denke ich, dass ihr mit einem epileptischen Schlaganfall über die Tastatur gerutscht seid und irgendwas eingetippt habt. Wow, $25 für den scheiß Mülleimer. Finde ich schon Wucher. Ich krieg beim Teddy schon einen für um die 6 Euro. Ich bin selber gerade am Toiletten machen. Du hast zwar mehr Geld gerade, aber ich bin... Wird auf Tabulator angezeigt. Warte. Du hast deutlich mehr Geld als ich. Noch, aber du musst sie auch wieder ausgeben. Starrst jetzt nur auf meinem PC, Elias? Nein. Vergiss nicht, du bist nur für heute hier. Wow, die Taschenlampe funktioniert. Das kannst du nicht in jedem Roblox-Spiel sagen. Ich hatte manche, da hat die einfach gar nicht funktioniert. Ich will die Toilette. Ich will die Toilette. Ich will die Toilette. Ich will die Toilette. Und ich habe die Toilette. Ich meinte, ich will die Küche. Die Küche. Die Küche. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber auch langsam Schluss, weil ich bin müde und mein Freund langsam auch. Auf Wiedersehen. Schöne Nacht euch allen, denn wir haben schon 22.17 Uhr, wo wir diese Scheiße aufnehmen. Gute Nacht und bleibt gesund und vergisst nichts. Bleibt. Folgt mir Instagram und TikTok. Ich mache bald auch ein Videos, weil ich Fairy bin. Willst du denen vielleicht auch sagen, wie du da heißt? Ich heiße Elias 310 und TikTok Lucky Foxy. Okay, da habt ihr es gehört. Gute Nacht. Mundgeruch. Direkt aus dem Mundgeruch.